Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Friends, wir geben uns jetzt ganz frisch und ganz fast den neuen Track von DJ Jeezy. Die neue Collaboration von ihm, Weekend heißt die, zusammen mit Billa Joe. Habe ich leider erst, muss ich gestehen, vor kurzem richtig für mich entdeckt mit Inner Peace. Direkt verliebt in seine Mucke, in seinen Style. Inner Peace auch direkt in meiner Playlist gelandet. Denkt dazu übrigens unter diesem Video, da sind so meine Top-Tracks, die ich aktuell rauf und runter höre drin. Inner Peace natürlich auch mit drin vertreten. Wenn mir dieser Track gefallen hat, dann wird er auch schon in der Playlist drin sein, ja. Dann Faroon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und OGT, ich hoffe auch hier, ich spreche ihn richtig aus. Die beiden, Faroon sagt mir was vom Namen her, aber OGT habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Umso gespannter bin ich da drauf, von denen was zu hören. Das Mix und Master ist von Maxi, soweit ich weiß. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, den Track ein bisschen früher jetzt zu hören. Das heißt, wir sind super fast am Start. Und das bedeutet auch, dass ihr bitte einmal aber erst auf das originale Video ganz oben in der Beschreibung klicken solltet. Daumen nach oben geben solltet, das einmal da durchlaufen lassen solltet, kommentieren solltet beim Original, um Support und Liebe dazulassen. Dann würde ich aber sagen, es ist super warm, deswegen ist es super hell. Die Sonne scheint in meinen Raum rein. Das ist, ich sweate super. Wir haben jetzt 16.30 Uhr. Ich freue mich mega drauf und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein und gucken rein bei dem Musikvideo DJ Jeezy Weekend mit Billa Joe, Faroon und OGT. Ich habe Bock. Let's go. Da haben wir ihn, Junge. DJ Jeezy. Ich habe ihn ganz kurz gesehen beim Heroes Festival. Ich habe nicht mit ihm gequatscht, leider. Aber ich habe ganz kurz ihn auf die Bühne gehen sehen, beim Luciano auf. Ich glaube, mit ihm ist er zusammengekommen. Und das ist wieder so ein Typ, der sieht einfach zu. Der hat so eine Star-Aura an sich, Mann. Der sieht so unreal aus. Der sieht so. Er sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Hologramm, Junge. Ich weiß es nicht. Das war irgendwie. Das war aber cool, dass der vor Ort war. Ja. Stell den Champagne kalt, es ist Friday Weekend. Oh, geiler Einstieg von Billa Joe, Mann. Entourage, kein Spaß, meine Ex schiebt Krise. Sie ist obsessed mit mir, warum wollen nur Gott weiß. Oh, Junge, ich fühle den Beat, dieses im Hintergrund. Fühle ich sehr, muss ich sagen. Krise. Sie ist obsessed mit mir, warum wollen nur Gott weiß. Camouflage, Pferde vom Off-White, Leben ist schneller, so steckt oh. Sein. Ich merk doch, wie sie grinst. Boah, okay, also ey, auf jeden Fall Stimme, sagt mir auf jeden Fall was, habe ich 100% schon mal was von gehört. Deswegen gehe ich mal davon aus, so naiv wie ich bin, dass das Faroon ist, weil ich den Namen eben schon kannte. Geiler Vibe auf jeden Fall, auch vom Musikvideo finde ich immer sehr sympathisch, wenn man nicht nur die Big Locations hat und irgendwie keine Ahnung was dreht, sondern wenn man unterwegs ist, beim Essen, beim Shoppen, beim Autofahren gedreht wird, so, finde ich halt immer einen sehr coolen Vibe. Kick on, gib Gas, ich merk doch wie sie grinst, ich bremst niemals, Party Baby every weekend, Handy mischt mir meine Fitness, sie sieht aus wie Kelly, steck deep drin, ich miss keinen Shot, MVP-Shit, bitch, ich geb Gas, gebe Gas. Du bist mein Teil, wenn mich jemand fragt, clean white toes und ich dreh am Rad. Das war nice. Die Stimmen ergänzen sich gut. Ich finde nice, dass Billa Joe zu hören war, dann eine andere Voice reinkam, dann wieder er reinkam. Sehr, sehr cool bis jetzt vom Aufbau her. Und ist halt auch so ein bisschen so dieses DJ Jeezy-Feeling hat es auf jeden Fall. So, wisst ihr, wie ich meine? So cooler Beat, aber nicht der nicht zu sehr im Vordergrund steht, dass er irgendwas ablenkt. Aber es hat so diese Aura von ihm auf jeden Fall, finde ich nice. Gas, gebe Gas. Du bist mein Teil, wenn mich jemand fragt. Clean white toes und ich dreh am Rad. Light skin boys spielen offensiv. Hör mir gut zu, bin in deiner Stadt. Feelings sind kalt, lass sie auftauen. Oh. Baby, lass das Eis brechen. Feuer. Night session. Roll ist glänzend, so wie dein Lächeln. Das ist ne Weekend Party. Viele G's, viele Punani. Sie check den Booty wie Cardi. Pop down, nice. Peace, nämlich Champagne Papi. Baby, wie lange geht die Nacht mit mir genug? Baby. Geil. Okay, ey, mit dieser Melodie, mit der zweiten Melodie in der Hook habe ich gar nicht mehr gerechnet. Nice. Smart. Gefällt mir. Baby. Sie checkt den Booty wie Cardi, pop down, peace, nimm Champagne, Papi. Smart, Junge, dieses Uff, Baby, Baby, das bleibt 24-7 im Kopf, direkt Ohrwurm, direkter Ohrwurm, Junge. Baby, wie lange geht die Nacht, krieg nie genug, Baby, Handy hält mich wach, krieg nie genug. Manche Dinge sind wie anders als du, meine Brüder, der Bestand meiner Crew, Baby, weiß ich bin mit den Veranstaltern cool, deshalb gibt's keine Faxen im Club, Baby, nein, nicht mit uns. Auch diese Cash-Geräusche im Hintergrund im Beat, finde ich nice.
Wir faxen im Club, Baby, nein, ich mit uns. Pony zu sehen, dieselben, wo sagten, ich gönn dir mein Bruder, sind neidisch auf uns. Sie will ein Date, ich muss auf die Stage. Spontan ist okay, doch ich reise nicht drum. Yeah, NRW West Coast, bin ich dein Camp Show. Spiel keine Games, Nintendo, ne. Häng nur mit Chips, machen Fiesta, schmeißen mit Ketchup, Bezos, Quap. Jackman, Chiquito, Handtasche, mein Shadi zu fly, unterwegs im Dress. Likes auf IG, haben sie nicht impressed. Geil, geil. Ich finde, der Aufbau vom Track ist super angenehm. Und es ist so eine richtig angenehme Synergie aus dem Ganzen hier zusammen. So, wisst ihr, wie ich meine? Es ist super surprise-mäßig für mich gewesen, dass das am Ende kurz Billa Joe nochmal einen kurzen Part hatte. So, wisst ihr, das ist nicht so, nicht die Struktur, die man erwarten würde von, okay, der hat jetzt einen Part, da kommt eine Hook und dann hat der einen Part und dann kommt vielleicht nochmal ein Hook und dann vielleicht nochmal ein Part. Es ist so super angenehm aufgebaut und das finde ich geil. Kelly im Spliff, sie bucht ihr Ticket, aber nur one way. Kein Limit, gib mir Schalone. Mach's auf busy, Baby, okay. Gehst ans Phone nicht ran, Baby liegt Bank 3, California Sun. Du bist braun gebrannt, nimm Platz auf Shows, Assi sang, komm, trau dich mal. Das ist ein Weekend-Party, viele G's, viele Punani. Ich check den Booty wie Cardi, pop down, peace, nimm Champagne-Party. Ich finde auch die Hook so gespendet richtig nice. Also wie gesagt, es kann gut sein, dass ich Faroon und OGT hier verwechselt habe. I'm sorry, man. Schreibt gerne in die Kommentare, wer ist. Ey, super angenehmer Aufbau vom Track auf jeden Fall. Und es ist halt so dieser typische DJ Jeezy Party Vibe. So, wisst ihr auch, Anderle hatte auch dieses so ein bisschen. Oder der Track mit 40 Ice Cream hieß der, glaube ich. Das ist so dieser Party Vibe. Das bleibt im Kopf einfach, wenn man den gehört hat. So, finde ich nice. Ist auch so sommerlich irgendwie dieses Feeling durch die Nacht fahren. Gefällt mir. Das ist ein Weekend-Party. Viele G's, viele Punani. Sie checkt den Booty wie Cardi. Pop down, peace, nimm Champagne-Party. Es ist ein Hit. DJ Jeezy Masterclass, Junge. Am Ende auch ganz kurz nochmal hier. Poster, Junge. Rapper bringt mehr Poster raus, Digga. Hier, das ist doch, Junge. Das sind die neuen Backstreet Boys, Mann. Backstreet Boys, New Generation. Video bei Impuls, auch schaut es an Impuls. Ey, mega nice. Ich bin super zufrieden, muss ich sagen. Geiles Line-Up. Neue Künstler entdeckt, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Schaut mir da gerne, wie gesagt, nochmal rein, wer war, dass ich so das auf dem Schirm habe. Und ey, super geiler Aufbau vom Track. Wie gesagt, ich fand's mega, dass man eben nicht wusste, wer jetzt als nächstes kommt, dass es nicht dieser 0815 Aufbau war von Rapper A, Rapper B, Rapper C, sondern dass die Hook zweigeteilt war, dass Billa Joe am Ende noch ein, zwei Parts kurz hatte oder irgendwie, keine Ahnung noch was, ein paar Zeilen gekickt hat irgendwie, die man so vielleicht nicht erwartet hätte, so, dass er am Ende nochmal auftaucht. Angenehmer Beat, wie gesagt, so sehr DJ Jeezy-like, obvious ist ja auch von ihm, aber keine Ahnung, nicht zu störend. Ich fand so diese Details irgendwie nice, die kleinen Cash oder diese Glas-Splatter-Sounds, die drin waren, haben gepasst. Und ja, ey, mega nice. Die Melodie in der Hook bleibt auf jeden Fall im Kopf. Wer da keinen Ohrwurm vom hat jetzt, weiß ich auch nicht. Und habe ich Bock drauf. Hat mir sehr gefallen. Gerne mehr. Und ich finde es immer auch cool bei DJ Jeezy, muss man dazu sagen, wie er die Artists so zusammenführt. So. Auch gerade bei Anderle mit Bowser, Bad Moms und Kalim zum Beispiel. Die hätten sonst vielleicht nie so zusammengefunden. Und es hat mega harmoniert. Deswegen finde ich das auch immer ganz nice, wie er sich da die Leute aussucht oder ranholt. Oder auch bei Broken Back zum Beispiel war ja auch von ihm, Digga. Das war ja auch super strong. Ja, Mann, deswegen. Geil. Geiler Song auf jeden Fall. Die Release-Woche fängt schon mal sehr gut an. Ich bin sehr gespannt. Schreibt gerne hier in die Kommentare, welche Tracks wir uns noch geben sollen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer. Und ciao.